Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Yoshi's Crafted World. Dem Projekt, bei dem ich wie immer zum Anfang hin sage, dass sich das eh keiner anguckt. Willkommen zu den Flussfreuden. Es bleibt spannend, wir waren ja das letzte Mal auf dem Mond und das war auch ziemlich, ziemlich geisteskrank. Und mal schauen, wie es heute so aussieht. Wir sind eine Magnetbox, stimmt, da kann ich mich erinnern. By the way, guys, ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Ich habe neue Kameraeinstellungen. Und schreibt mir mal bitte, bitte in die Kommentare, ob ihr die alten besser findet oder die, die ich jetzt habe. Das wäre super, super wichtig. Ich kann mich nämlich nicht entscheiden, weil ich habe also wirklich auf unterschiedlichen... Alles klar. Ich habe zwei Monitore und auf beiden sind irgendwie die Farbeinstellungen minimal anders. Das heißt, ich sehe auf jedem Monitor ein bisschen anders aus. Und nein, oh mein Gott, das war knapp. Und jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden. Der kommt doch jetzt da hoch. Ich wusste das. Aber wir sind schlauer. So, let's go. Okay, wir bleiben hier drauf. Auf jeden Fall konnte ich mich jetzt gerade nicht ganz entscheiden. Deswegen teste ich jetzt mal die neuen und ich frage einfach euch, weil ihr seht aus, als hättet ihr maximale Ahnung. Let's go. Was? Ach komm. Ja, Geist, ich probiere es einfach gar nicht mehr. Wie wär's damit? Wo kommt der Dude hoch? Da. Okay. Hier haben wir wieder was. Lecker, schmeckutastisch. Ich bin jetzt gerade total am Umstrukturieren. Oh, wir nehmen natürlich die kleinste Plattform, gell? Am Umstrukturieren von OBS. Für die, die es nicht wissen, das ist mein Aufnahmeprogramm, damit ihr hier was sehen könnt. Das mache ich nicht über die Switch mit der Aufnahmefunktion. Das läuft über ein zusätzliches Programm. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die keine Ahnung haben, okay? Auf jeden Fall bin ich da gerade ein bisschen am Umstrukturieren. Auch für zukünftige Streams. Alles klar. Dass das ein bisschen cooler aussieht. Und dementsprechend arbeite ich natürlich auch an Kameraeinstellungen. Genauso wie Mikrofon und Greenscreen-Einstellungen. Ich habe, by the way, neue Greenscreen-Einstellungen. Und ich bin mir sicher, das fällt euch gar nicht auf, weil ihr den Greenscreen eh nicht seht. Aber vielleicht... Ach, nein. Was? Immer hier hinten? Aber vielleicht fallen euch die Greenscreen-Einstellungen an dem Punkt auf, dass meine Mütze jetzt viel mehr wegretuschiert wird. Nennt man das Retuschieren? Es wird ausgekeyt. Aber ich glaube, damit kann nicht jeder was anfangen. Ausgekeyt heißt, dass eine bestimmte Farbe aus dem Bild entfernt wird. Wie in unserem Fall jetzt eben das Grün einfach. Damit ihr meine grüne Wand nicht seht und ich so ein bisschen in das Spielgeschehen mit eingebaut bin. Habe ich das gut erklärt? Ich muss es ja für jeden erklären, Guys. Ich weiß, dass viele von euch das bestimmt selber auch wissen. Aber vielleicht wissen es manche nicht. Für die ist das dann bestimmt interessant, wie das Ganze hier denn funktioniert. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall neue Einstellungen, dass man vor allen Dingen, wenn ich rumlaufe und aufstehe und so ein Stuff, dass es keine, durch meine Schatten, dass da keine Sachen entstehen. Bitte, es sind blaue Blinzen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich frage mich, wie man das machen soll. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Ich check aber, dass da hinten ein Geschenk ist, was ich echt gerne hätte, weil meistens sind da Coins drin, ganz genau. Wir haben ultimativ viele Coins, by the way. Okay, es wird gerannt. Jetzt wird geflogen. Jetzt macht er seine Mlom-Attacke. Und isst einfach meine Plattform auf. Was ist das denn? Hier könnte eine rote Coin dabei sein. Let's go. Wir sammeln eh nicht alles. Aber wir versuchen schon vieles mitzunehmen. Let's go. Wir sind, by the way, full heal. Full No-Hits-Box-Challenge. Kein Plan, was ich eigentlich laber. Wir sind gut dabei. Oh, hier hoch. Oh, imagine, ihr müsst einen Wasserfall hochsprinten. Ui, let's go. Ich sag's euch, mit den Grinseblumen sind wir heute auf jeden Fall richtig nice dabei. Es freut mich. Es freut mich. Let's go. Und wir haben heute keine White Screens. Das ist immerhin mal was Neues. Und ich habe heute mal wieder natürlich kein spaßiges Thema. Wir können wieder über die Hitze reden. Es ist jetzt seit der letzten Aufnahme... Oh mein Gott, was gab es? Sind 2 Tage vergangen? Hat sich was an der Hitze geändert? Ich glaube, es ist 1 Grad kälter als vorher. Ja, anstatt 32 habe ich nur noch 31 Grad im Zimmer, aber das ändert sich im Laufe des Videos. Das wird immer wärmer. Kommt ja auch viel heiße Luft aus mir raus, was ich hier so laber, nicht? Merkt man, oder? Egal. Cringe. Cringe. Aber wir kommen hier echt gut voran. Ich habe eine Frage. Das ist doch gar nicht... schwer, wollte ich sagen. Wir wurden von einem Viech verfolgt, was ich nicht gesehen habe, weil wir zu fast waren. Oh, come on. Okay, man hätte es sehen können.
Dann machen wir jetzt Speedrun. Der hat mich nicht berührt. Speedrun Strat. Zack. Lauf doch! Gar nicht nachdenken. Hier wird direkt weitergerannt. Zack. Zack. Ich habe doch extra einen kleinen Sprung gemacht. Oh, Portalkammer einfach. Ey, Portal RTX, ich hätte so Bock darauf, das zu bringen. Das Ding ist, ich glaube, niemand von euch interessiert sich für Portal. Weil ihr seid meine Nintendo-Bubble. Eigentlich sind wir eine Mario-Bubble. Deswegen passt Yoshi eigentlich auch gar nicht hier ins Schema rein. Aber ich glaube, Portal noch weniger. Ich habe damals alle Portal-Teile gespielt. Portal 1, Portal 2 und Reloaded. Und jetzt gibt es halt nochmal ein neues Portal. Und zwar in der RTX-Version. Was halt mit meiner 4090 skandalös gut aussieht. Aber ich glaube nicht, dass euch das interessieren wird. Das war's für Streams. Flip, Flap, Flop heißt das nächste Level, dem wir uns entgegenstellen. Ich habe mir sowieso überlegt, dass ich vielleicht Streams, beziehungsweise, ich habe ja mal gesagt, dass ich donnerstags noch streamen will. Daraus ist irgendwie nie was geworden. Vielleicht wird daraus irgendwann mal noch was. Aber dass wir eben dann donnerstags Spiele streamen, die gar nicht auf den Channel passen. So, irgendwelche PlayStation, Xbox, PC-Games, die gar nicht ins Kanalschema passen, einfach um die auszuprobieren. Ich bin mir sicher. Also jeder von euch hat ein Spiel, abgesehen von Mario, Zelda, Yoshi und keine Ahnung was. Wobei, wer hat den Yoshi schon als Lieblingsspiel? Wer guckt sich das hier denn freiwillig an, nicht? Achso, man kann hier runter, das müsst ihr mir doch schon sagen. Habt ihr bestimmt ein Lieblingsgame, was man auch mal streamen kann? Es gibt bestimmt Leute von euch, die Minecraft ultra cool finden. Und Minecraft bin ich auch mega der Fan von. Der andere von euch findet vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Horror-Games voll cool. Kein Plan. Aber ich bin mir sicher, ihr habt bestimmt Bock, auch mal andere Games zu sehen. Und dafür könnte dann halt der Donnerstag sein. Der Donnerstag-Streaming-Tag. Oh, man kann da nach hinten laufen. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh nein. Aber wenn es blaue Blinzen sind, finde ich es gut. Oder Früchte. Okay, es sind blaue Blinzen. Blaue Blinzen sind machbar. Egal. Oh nein. Ja, okay, Entschuldigung. Was ist das denn für ein Riesenscam geworden? Jetzt mal Real Talk. Wir sind still alive. Da ist noch ein Present. Okay. Ein Gift. Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen Present und Gift ist? Ob es da einen genauen Unterschied gibt? Also beides heißt Geschenk. Gift ist aber halt auch das englische Wort für Milch, falls ihr das nicht wusstet. Es tut mir leid. Present ist aber auch Present. Das ist das Hier und Jetzt, die Gegenwart im Deutschen. Das Präsens. Ich sollte nicht so viel Deutsch reden, glaube ich. Ich glaube, Leute haben gar keinen Bock auf Deutschunterricht jetzt hier. Wenn sie hier schön Videos angucken wollen. Und dann kommt so ein Hans Fritzke mit seinem Deutschgelaber an. Ich glaube, das wollt ihr nicht. Deswegen machen wir weiter. Glocke aktivieren, Geist. Unter dem Video auch ganz wichtig. Wo werde ich jetzt erschlagen? So ein bisschen. Ist hier tot? Nein. Gibt's hier unten vielleicht was? Ja, actually. Nee, ich treffe die nicht. Ja, weil... Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich jetzt hier schieße, ich muss genau auf die zielen. Weil sonst Yoshi nicht dreidimensional wird. Aber ziele ich einen Millimeter zu spät, fliegen die schon weiter. Das ist was, das finde ich schade. Das kommt auch noch mal im Fazit. Dass wenn ich auf was ziele, das sich bewegt, in dem Moment schieße, wo das Fadenkreuz ist noch anvisiert, dass ich dann trotzdem nicht treffe, weil das sich weiter bewegt. Und das finde ich nicht gut. So, hier am höchsten Punkt wird weitergeflogen. Und jumpen. Let's go. Das ist... Ich habe noch gar nicht über das Level geredet, gell? Das Level ist ein bisschen curious. Ich mag das, also es ist logisch, es ist logisch. Diese Boxen sind oben zusammengeklebt und dann klappen die halt runter, wenn sie in Schieflage geraten. Das macht voll Sinn. Aber irgendwie, das Level fühlt sich noch gar nicht so einzigartig an in meinen Augen. Lem, lem, zack. Oh, hä? Das ist bestimmt das Letzte. Ja, in der Mitte einfach. Okay, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen mehr auf das Level konzentrieren. Guys, wie geht's euch heute so? Habt ihr heute schon was Spannendes erlebt? Schreibt wie immer eure Erlebnisse gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer, das zu lesen. Geht's hier runter? Also, it looks like...
Ich weiß es nicht. Rechts geht der im Normalfall weiter. Dann sieht links schon so nach Secret aus. Ich hab gar keinen Bock da drauf. Lamm, Lamm. Eins, zwei. Ja, ach, nee, nee. Geist, wir lassen das mit den Challenges. Die sind komplett, also die sind... Man, erstens weiß man nie, was für eine Challenge drankommt. Braucht man jetzt Eggs, muss man nur was schnell einsammeln oder so. Dann hatte ich jetzt keine Eggs, das heißt, ich musste erstmal welche einsammeln. Was Zeit verbraucht, also ich weiß nicht. Ich finde, das ist eher wack gelöst. Ich mag das. Guck mal, Tetris. Wow. Ja, das hätte ich jetzt gerne gegessen. Blam, komm her. Blam, ich habe mich umgedreht. Was? Ich habe... Da gibt es irgendwas, was ich activaten muss. Alles klar. Da ist Name vergessen. Hab ich. Die Grinseblume. Blam. 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 Okay. Kann ich weiterfliegen? Sieht so aus. Komm ich rüber? Ja. Ist schon Ziel? Oh, heute geht's schnell. Die Level sind actually ganz kurz. Guys, ich muss was trinken. Es ist wieder zu warm. Ihr wisst alle Bescheid. Es tut mir leid. Ach, Mann. Flip, flop, flop. Ganz genau. Hätten wir geschafft. 100 Coins haben wir bei weitem gesammelt. Ich find's gut, dass mein Ventilator irgendwie auch nur warme Luft zu pusten. Oh nein, actually nur 2 rote Coins. Strong, strong. Bin ich schon auch stolz auf mich. Muss man an der Stelle auch mal ehrlicherweise sagen. Und wir kommen, das sieht aus, als wäre es ein Rennen oder so. Ja, bitte, komm. Solar Zoom Match. Ja, das sieht wirklich aus nach einem Rennen. Ich bin gehypt. Guys, wenn ihr auch gehypt seid, Like da lassen und abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wäre cool für die, die bisher geschaut haben. Schreibt mal Hashtag Magnetkammer in die Kommentare. Imagine nachher kein einziger Kommentar. Oh nein. Oh nein. Okay. I got the point. Was? Ich check gar nichts. Ich bin Vollgas. Hui! Innenkurve, Innenkurve. Äußerste, äußerlichste Kurve. Let's go. Ah, nach links, nach links, links, links. Okay, okay, wir sind voll dabei. Das ist voll konzentriert. Da habe ich jemanden getroffen. Jo, alles klar. Warum werden wir manchmal langsamer? Hallo! Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich will es gar nicht wissen. Wir weichen aus. Mach das schneller. Das sieht so aus, als würde es schneller machen. Let's go. Wir nehmen alle mit. Bam. Nochmal Seitenwechsel. Tschüss. Wie sollen wir hier denn bitte Erster werden? Ich habe Angst, was auch immer die machen. Oh, rüber, rüber. Und nach links, 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 links. Wieder nach rechts. Alles, was einen Schatten hat, habe ich Angst vor jetzt. Heilung. Let's go. Schließlich für die Heilungsblume. Nach rechts, Innenkurve. Das ist was, das lernt man irgendwann mal. Dass man ist innen schneller, weil da der Weg kürzer ist. Wir ballern. Warum jetzt langsamer? Kann es sein, dass wenn ich schieße, dass das langsamer wird? Oh ja, wichtig. Oh ja. Tschiu! Der Rode. Ich habe das Gefühl, der ist wichtig für irgendwas. Auf jeden Fall habe ich ihn gehittet. Aber warum werden wir denn... Also, was ist denn der Sinn? Oh mein Gott. Rüber, rüber, rüber! Nein! Ich bin zu laut. Ich muss mich voll konzentrieren. Entschuldigung. Was ist denn der Sinn von dem Roten? Und warum soll ich schießen? Schießen macht mich langsamer. Okay. Let's go. Wichtig, weggedrängt. Nein, nein, komm, 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 komm! Oh
Mann, ich bin so krass. Ja. Das ist Platz 1, Alter. Ja, komm, also, Guys, für die Leistung müsst ihr jetzt noch mit einem anderen Account ein Like da lassen. Ja, wir haben die eine halt verpasst, gell? Das wäre jetzt cool gewesen, wenn wir die auch. Es gibt rote Coins. Okay. Oh, wir haben ein einziges Leben zu wenig. Schade. Ich bin aber mit der Leistung bin ich actually sehr zufrieden. Wirklich immens krass zufrieden. No joke, ultra. Ultimativ. Geisteskrank. Da habe ich doch mal wieder. Hey Yoshi, ich möchte jetzt irgendeine Aufgabe geben, die dich eh nicht interessiert. Er möchte Flaschenhüte. By the way, ich habe mittlerweile herausgefunden, was wir machen müssen für diese Mission. Wir müssen dieses Ding mit einem Ei abwerfen. Das hat uns irgendwann mal am Anfang jemand gesagt. Das habe ich dann auch gesehen. Das habe ich sogar vorgelesen in dem Video. Gambeln, ja. Ich habe es aber wieder vergessen. Wir müssen einfach dieses besondere Ding, was er sucht, mit einem Ei bewerfen. Es ist mega belanglos und unnötig. Also bei mir werdet ihr das... Ey, heute ist die Folge des Glückes. Gerade beim Race Erster geworden, jetzt ein goldenes Egg geholt. Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Was kennen wir? Es sieht halt so cursed aus, aber es ist halt eines der Autos, auf denen wir fahren. Und das wähle ich natürlich aus. Das sieht todesstrong aus. Guckt mich an. Ram, ram. Ich brauche dringend mehrere Psychologen. Alle, bei denen ich war, haben gesagt, ja, wünsche noch einen schönen Tag. Ich habe Hallo gesagt und die haben sich direkt verabschiedet. Ich glaube, die haben das mit dem Hallo-Sagen nicht ganz verstanden. Ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 15 Grinzeblumen. Gut, dass ich 26 habe, aber jetzt wird's dann doch langsam eng. Da ist ein Blitz auf der Verpackung und der Schatten darunter ist ja mal mega verpixelt. Danke, es geht mir wirklich schon viel besser. Ist das, soll das also wegen dem Blitz eine Energy-Dose sein? Nee, Schummerland. Was ist denn Schummerland? Weiß ich nicht, aber wir haben noch Zeit. Munkeln im Dunkeln. Das sieht wieder nach so einem Grusel-Level mäßig aus, wo es ein bisschen dunkler ist. Da passe ich direkt die Facecam mal an. Ganz genau so. Und das Level sieht actually ein bisschen gruselig aus. Interesting. Wenn er dich sieht, dann lauf. Das ist creepy, oh mein Gott. Die bewegen sich wie Zombies. Oh, das ist so creepy. Wisst ihr noch, als ich irgendein Level genannt habe, es dann... Als ich gesagt habe, das sei das gruseligste Level, was wir jemals hatten? Ich habe nie was gesagt. Das ist das coolste Level, was wir... Ich kann ihn nicht töten. What the hell, der ist ja voll OP. Ich kann das nicht. Das ist nicht creepy, aber es ist halt so, wenn der mit seiner Axt kommt, du hast halt Angst. Nicht, weil es in irgendeiner Art und Weise gruselig ist, sondern weil es einfach diesen Stressfaktor so ultra krass erhöht. Moin. Oh, let's go, wichtig. Ich glaube, wir kommen davon hier hin. Let's face it, ich hatte immer recht. Wetten, hier sind irgendwo Red Coins dabei. Ich call die Red Coin. Keine einzige Red Coin. Ich bin so stolz auf mich. Die Musik. Weiß ich nicht. Also für Kinder? Vor allen Dingen der Typ mit der Axt. Weiß ich jetzt nicht. Vor allem, weil der auch aussieht wie so ein Clown. Das macht so... Man kann ihn wirklich nicht töten. Nee. Okay, er ist eingesperrt, hoffe ich. Heiliger Garten, Holm der Zukunft. Rette er mir mein Leben. Oh!
kann das nicht. Warum ist es so stressig? Er kommt von hinten. Das ist jetzt... Wow! Das klang jetzt ganz eindeutig zweideutig, aber ich kommentiere das mit diesem Er kommt von hinten einfach nicht weiter. Weil ich möchte gerne meine kinderfreundliche Monetarisierung behalten. Machen wir weiter! Wer von euch Hans Fritzkes? Sag nicht alle. Nein, Faker, Faker. Faker, Faker, Faker. Wer hat die Reale? Du hast die Reale. Let's go! Zweite, bitte. Ja. Gut, okay, ich kann jetzt schlecht... Boah, ey, ich kann... Du, das ist so stressig. Es macht's nicht gut, dass es ultimativ warm heute ist. Ey. Komm doch her. Komm doch her. Ja, komm. Komm, trau dich. Oh mein Gott, ist er schlau. Aber ich nehme jetzt den Damage in Kauf. Und nehme das hier mit und renne vor ihm weg. Okay. Er ist halt legit undiable. Da, hä? Bro, wer? Okay. Es ist extrem stressig, Guys. Und ich weiß noch, als ich gesagt habe, dass das gruseligste Level ist, hat jemand geschrieben, warte ab, es kommt noch ein viel gruseligeres. Ich weiß jetzt, was er gemeint hat. Ich weiß nicht mehr, wer von euch das war, Guys. Aber yo, du hattest sowas von recht. Alles klar, komm doch weg. Und jetzt ist hier nachher nicht mal... Ja, was ist also... Nein, das ist so random. Wie willst du denn hier alles einsammeln, ohne die ganze Zeit Damage zu kassieren? Alles klar. Ah, ja! Nein, geh weg. Nee, ich will nicht mehr. Nein, 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 was? Das ist bisher das Schlimmste von allen Level gewesen. Und es ist bisher das Coolste von allen. Believe it or not, das ist mein Favorite Level bisher. Wie cool ist das denn? So, mal schauen, was uns als nächstes für ein wundervoll spaßiges Level erwartet. Ich hoffe doch, dass wir aus dem Horror jetzt raus sind. Das wäre doch echt schön. Ladevorgang. Und! Ist das eine komplette Horrorwelt? Schleicherei allerlei. Ich hoffe nicht, weil ich habe jetzt gerade die Farbe meiner Kamera zurückgebracht. Oh, come on, please. Bitte nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ist es ein Horrorlevel oder nicht? Es sieht so ein bisschen danach aus. Warum nicht? Ah, ich muss die Cam noch anmachen. So, Entschuldigung. So. Oh nein. Oh mein Gott. Licht wird mit B geschrieben und das B in Licht steht für böse. Oh nein. Und was ist das für... Der hittet mich einfach. Hä, woher kommt ihr denn jetzt? Ich dachte, ihr spawnt nur, wenn ich ins Licht gehe. Okay, Heilung. Holy Day. Oh, da, schau mal, da hinten ist der Dino aus von vor 5 Folgen oder so. Oder 3, 4. Okay, wir walken. Das Level ist mega heavy. Ich liebe es. Wir haben einfach eine komplette Horrorwelt. No! Noch nie so Bock gehabt, etwas aufs Thumbnail zu packen wie heute. Wir müssen irgendein Horror-Design machen. Clickbait und Horror, Guys. Da müssen wir uns jetzt zusammentun. Wir dürfen keinen verfehlen. Das war strong. Yeah. Raus. Ist es von unten das Licht? Ja. Ja, also, kein Plan. Können die springen, fliegen? Könnt ihr irgendwas Krasses? Auf mich drauf fallen.
Ja, das war komplett unfair. Der kommt aus dem Nichts auf mich gedroppt. Das ist halt unfair. Das ist random. Und Level, die random sind, sind nicht gut. Das ist wie wenn ihr in Mario Maker einen Thwomp hin macht, den kein Mensch sieht. Dann ist es entweder ein Troll-Level oder ein Schmutz-Level. Was? Ich bin so dumm. Der Elf hat die Köpfe an allen Seiten. Nee. Wie viel spawnen denn davon? Ja. Okay, ein Treffer noch, dann bin ich tot, Guys. Cool, cool, cool. Ich bleib hier. Hier bin ich, glaube ich, safe. Ja. Warum? Warum kann der so hoch fliegen? Macht gar keinen Sinn. Nee, das ist so dumm. Nee, das ist halt legit lost. Ziel, Ziel, let's go. Das Level fand ich eher schwächer, muss ich sagen. Leider. Die Idee war cool, Ausführung mangelhaft. Sehr mangelhaft. Okay, Guys, wir sind aber schon wieder am Ende der heutigen Folge. Es tut mir so leid für die, die so Spaß heute hatten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.